Schaut euch das mal an. Daisy ist in Mario Strikers angekommen und das nach über 1,5 Monaten. Wow. Und gleichzeitig noch Shy Guy. In diesem Video möchte ich mit dir über die Patch Notes diskutieren und nicht über die Basic Updates eigentlich, wo jeder auch schon weiß. Ne? Also beginnen wir gleich hier mit dem Ganzen. Wie vorhin erwähnt, nach über 1 Monat ist jetzt hier auch Daisy aufgetaucht und zugleich auch Shy Guy. Zwei neue kostenlose Charaktere, die ja eigentlich in meinen Augen schon am Anfang des Spiels dabei sein sollten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben sie jetzt hier kostenlos erhalten. Bei Daisy sieht das übrigens ein bisschen so aus, dass sie die Möglichkeit, sie komplett hier auszurüsten. Gleichzeitig hier mit einem Bushido-Helm, den du später noch freischalten wirst. Und hier ein neues Ausrüstungsteil, den Ritterhelm. Und das kannst du da überall auch dann machen. Und das kostet natürlich ja auch wahnsinnig viel Geld mit der Zeit. Also schau gut zu, was du hier da ein bisschen so ausrüsten wirst. Ich werde über Daisy und Shy Guy auch noch einzelne Guides oder Videos erstellen, wo ich ein bisschen darüber diskutieren werde. Das gleiche übrigens auch bei Shy Guy. Alles ist ja auch möglich wie bei Daisy. Und das Spezielle ist übrigens bei dem Ganzen, wenn du auch schon hier irgendwelche Charaktere irgendwie hast, dann hast du auch die Möglichkeit, die auch mit dem neuen Ritterset hier auszurüsten. Der Fokus ist bei diesem neuen Ritterset eigentlich sehr stark bei Kraft und dass man die Möglichkeit hat, auch den Schuss ein bisschen zu justieren. Na, also viel Spaß wünsche ich dir mal dabei. Als weiteren Leckerbissen gibt es hier übrigens auch neu ein Stadion, die Wüstenruine. Die erinnert mich ein bisschen an Mario Strikers Charged, wo irgendwie, ich glaube, Diddy als erster Boss irgendwie oder Abschluss des Cups oder so aufgetaucht ist. Ist noch richtig cool. Ein kleiner erster Einblick, wie das ganze Stadion eigentlich hier aussieht bei Nacht. Ich weiß nicht, gefällt es dir besser bei Nacht oder nachher zeige ich dir das Ganze nochmal schnell bei Tag? Lass es mich mal wissen. Hier sieht man eigentlich auch schon die Textur des Bodens. Ich lasse jetzt extra einfach mal schnell durchlaufen hier. Und hier noch schnell die Tageswüste hier. Ich muss auch sagen, mir ist auch schon aufgefallen, wenn man die Wüste, also auf einer Seite ja so halbiert und dann mit dem grünen Rasen so ein bisschen so sieht, da sieht der Boden übrigens richtig, ich weiß es auch nicht, ja, so ein bisschen so, ja, so wie Wüste eigentlich aus, aber ich weiß es auch nicht. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt das Grüne schon ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, klar, Wüstenrasen passt natürlich perfekt da um die Umgebung und so, aber ich weiß es auch nicht. Das gefällt mir besser, das Grüne. Also am besten eigentlich von Donkey Kongs Stadion, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt halt ein bisschen bei Helligkeit, ne? Also Tageszeit hier zu sehen. Aber jetzt wird es spannend. Du hast nämlich jetzt die 4 Neuerungen mitbekommen. Daisy, Shy Guy, Wüstenruine und das Ritterset. Aber was gibt es jetzt auch noch weiteres Neues? Das erste hier, was du jetzt hier auch siehst, ist hier bei der Charakterauswahl oder in anderen Worten, wenn du gegen den CPU lokal spielst. Neu ist, wenn ich jetzt hier auf Zufall klicke unten, dann werden hier mir die Charaktere, habt ihr das gesehen, werden mir die Charaktere, also die Gegner, mit meiner Ausrüstung, die ich für die Charaktere ausgerüstet habe, auch ausgerüstet. Davor war das nicht möglich, davor hat man nur gegen CPUs gespielt, die keine Ausrüstung hatten. Und jetzt denkst du ja sicherlich so, ja, ich spiele ja eh nicht gegen den CPU. Das ist aber falsch, der CPU dient dir zu Hilfe, zum Beispiel, wenn du so sagst, hey, ich nehme da vorne, nehme ich irgendwie so einen Waluigi da. Ah, cool, jetzt kann ich ihn aber ausrüsten. Das heißt, ich habe hier eigentlich die Möglichkeit, gegen mein eigenes Team hier zum Beispiel auch zu spielen, wo ich hier ausrüste oder so. Ich kann mein eigenes Team hier zeigen und kann gegen das dann nachher antreten. Wie geil ist das denn hier? Also, das ist jetzt nicht mein Team, aber das ist einfach so ein Beispiel hier. Des Weiteren hast du auch die Möglichkeit, online, also gegen Zufällige, nicht jetzt im Club oder auch lokal, mehrfach Shy Guy auszuwählen. Das ist auch so ein Charakter wie Yoshi und Toad, den man wirklich auch des Öfteren hier nehmen kann, so viel man, wie man eigentlich möchte. Coole Sache eigentlich auch hier, oder? Dann gab es eine kleine Veränderung im Club-Management und das Stadion hier. Werden die ganzen, wie soll ich sagen, die ganzen Bewertungen, wo man hier abgegeben hat, die Herzen, werden auf der Startseite gleich direkt angezeigt, so dass zum Beispiel der Clubgründer einfach hier seht, ah, da hat es noch was zu tun, da auch, ah, da sind so viele Sachen, wo man hier noch ein bisschen anpassen muss und, also anpassen, ein bisschen einkaufen sollte dann oder Änderungen vornehmen sollte. Weil so hat man das davor eigentlich noch nicht gesehen vor dem Update.
Dann wurde der Live-Ticker im Club da oben noch erneuert oder geupdatet mit neuen Informationen der Clubspieler. Da sieht man zum Beispiel, Robbie hat gestern 28 Spiele bestritten. Da sieht man immer eigentlich so ein bisschen auch den Top-Striker im Club, wer am meisten was gemacht hat im Grunde genommen. Auch noch mega cool. Oder die gewonnenen Spiele hier zum Beispiel auch, richtig nice. Oder wenn ein Spieler jetzt gerade einen Charakter benutzt, sieht man das anscheinend hier da oben auch. Richtig coole Informationen. Thema Balancing im Spiel. Du kennst es auch sicherlich so, das Spiel beginnt oder irgendwie in den letzten paar Sekunden oder bei einem Golden Goal oder so, kommt jemand mit der Rosalina und versucht aus der Mitte direkt zu schießen oder mit einem anderen Charakter, der einen starken Schuss hat. Meistens sind es auch Leute, jetzt kommt der Knackpunkt, wo einfach ohne aufgeladenen Schuss direkt schießen und dann gleichzeitig ein Tor erzielen. Nintendo hat das Ganze jetzt aber abgeschwächt. Das heißt auf gut Deutsch, wenn er einmal kurz die Schusstaste antippt oder vielleicht ein bisschen länger versucht sogar aufzuladen, ohne dass es einen perfekten Schuss ist, das wird euch nicht mehr so oft gelingen wie sonst. Ne? Also das heißt, das wurde in diesem Update auch ein bisschen geschwächt. Aber es ist aber noch möglich, aber nicht mal so oft. Für die kommende Änderung habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber ich denke, du verstehst das sicherlich auch und weißt auch, wenn du eigentlich am Verlieren bist in diesem Spiel, dann taucht doch eigentlich, also wenn es ein Unterschied, so ein kleiner oder großer, also ein kleiner Unterschied auch ist, merkst du auch, dass manchmal du dann auch einen Stern bekommst. Und Nintendo hat das Ganze wieder auch ein bisschen balanciert. Sie haben ja auch geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass Sterne erscheinen, wenn du verlierst, wurde um 1 oder 2 Punkte Unterschied verringert. Also im Allgemeinen gibt es weniger Sterne jetzt, wenn du am Verlieren bist. Pokalturniere wurde auch balanciert, also das heißt verändert. Und du kennst ja hier, das ist ja eigentlich alles sehr easy eigentlich hier zu spielen, also für den einen oder anderen vielleicht noch nicht. Und der galaktische Modus, der wurde auch noch gleichzeitig angepasst. Das heißt auf gut Deutsch, das Computerverhalten und die gegnerische Zusammensetzung bei den Pokalkämpfen wurden einfach überarbeitet. Also das heißt nicht, dass es jetzt mega easy hier jetzt ist oder so, aber ich kann dir schon mal kurz einen kleinen Ausschnitt hier zeigen. Das ist mein Endresultat beim dritten Spiel gewesen im Kanonenpokal. Du siehst es da unten auch, der Pokal, da steht zwar nicht Kanonenpokal, aber ich habe einfach mal zum Test, habe ich einfach mal den Kanonenpokal genommen, um zu gucken, ob das jetzt irgendwie schwieriger wurde oder wie der Computer sich am besten verhält. Und ich muss sagen, mir kam so einiges leichter vor als sonst. Und wie schon gesagt, das ist das Finale hier gewesen vom Kanonenpokal. Und ich weiß noch, wie krass ich dort geschwitzt habe. Ich habe sogar eine Premiere darüber veröffentlicht gehabt. Vielleicht liegt es an meinem Team, das ich da oben anders zusammengestellt habe, mit einem komplett anderen Set oder meinem Skill, der sich im Verlauf der Zeit verbessert hat. Aber ich muss sagen, ich hatte beim Kanonenpokal, das sind ja Leute, also so Charakter, so immer gerne schießen und mega gut auch immer treffen. Hey, also ich habe die sowas von easy besiegt. Und im Übrigen, die neuen Charaktere sind in diesem Turnier auch zu finden. Also ich hatte auch schon ein Turnier, wo Daisy dabei war. Und das ist eigentlich auch noch mega cool. Also wenn ihr gerne mal wieder gegen einen CPU spielt oder irgendwie da also Münzen farmen möchtet, dann probiert es einfach mal aus, das ist mega cool eigentlich. Dann kommen wir zur besten Änderung, wo ich eigentlich auch in diesem Spiel finde, was mir persönlich sehr gut gefiel. Du wirst jetzt das sehen, du siehst da oben in der Luft der Ball fliegen, oder? Und jetzt siehst du, der Ball liegt da unten eigentlich am Boden, er ist eigentlich da schon ein bisschen weiß markiert, ne? Und jetzt rollt er da noch ein bisschen weiter und das war's. Ich zeig dir nochmal kurz ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, das ist immer noch vom alten Update, was ich dir jetzt zeige, und ich zeige dir nämlich auch gleich die Neuerung. Du siehst jetzt hier, jetzt wird der Bowser auf das Tor schießen, schießt auf das Tor, der Ball wird da abprallen und jetzt ist er weg. Niemand hat jetzt den Ball in Besitz. Jetzt da hinten ist er eigentlich oben rechts. Er ist kurz weiß markiert und sonst nichts. Ne? Du siehst ihn vielleicht mit gut Glück, dass er dort oben eigentlich liegt. Ja. Soweit so gut, war bis jetzt eigentlich immer so. Aber jetzt kommt die Neuerung dazu. Die Neuerung ist die bessere Ballansicht, also die bessere Sicht. Jetzt schießt jetzt jemand. Jetzt musst du gucken. Schuss, oder? Soweit so alles gut. Jetzt rollt er da, es ist er angekommen am Tor und jetzt siehst du schon, das ist ein Schweif hinter dem Ball. Das ist die Neuheit eigentlich, so dass man, wenn man nicht im Ballbesitz ist, also wenn du im Ballbesitz bist,
bist, dann hast du ja den Ball am Charakter, den siehst du ja dann, oder auch wenn der Gegner den Ball hat, dann siehst du das natürlich auch. Aber dieser kleine Schweif, wo dir eigentlich so ein bisschen so den Weg anzeigt, wo sich der Ball bewegt, der ist neu. Siehst du, der rollt da weiter. Wir sind nicht im Ballbesitz und da sieht man so einen kleinen weißen Schweif noch hier. Und der verschwindet jetzt gleich, siehst du, nach einer kleinen Zeit, sobald sich der Charakter an den Ball ein bisschen nähert. Siehst du, immer noch, und jetzt hat er den Ball und jetzt ist dieser Schweif auch weg. Also ich finde das eine tolle Neuheit. Auch hier dasselbe Beispiel nochmal. Zack, jetzt wird hier der Ball hier angepasst. Und hier wird Yoshi angeschossen. Jetzt musst du mal dich auf den Ball oben achten. Der Kreis ist weiterhin um den Ball wie sonst, aber jetzt ist wieder der Schweif. Siehst du? Der gab es vorhin nicht. Du hast es ja vorhin in meinem Beispiel gesehen. Das ist eigentlich noch eine coole Sache. Klar, mir wäre es natürlich lieber, wenn der Ball ganz wenig größer gewesen noch wäre oder halt eine Bodenbeleuchtung hätte, aber Nintendo schaut ja sehr auf die Optik und leichten Veränderungen. Ich würde mal sagen, besser als gar nichts jetzt. Eine weitere Online-Neuheit ist die Zahl. Du siehst ja eigentlich, ich bin ja auf der linken Seite hier, Spieler 1. Ne? Die leuchtet ja immer kurz ein bisschen auf und dann sieht man sie eigentlich so abgebildet. Ne? Das ist eigentlich dann fertig. Das kennst du sicherlich auch schon. Oder das Ganze auch während dem Spielen. Du siehst hier, die Zahl hier ist einfach so eine rote 1 und ein bisschen schwarz umrandet. Und das passiert nur, also diese neue Änderung, wo du jetzt gleich siehst, ist nur während des Online-Matches zu sehen. Wenn du lokal spielst, hast du diese Änderung eigentlich nicht. Aber online bekommst du eine bessere Übersicht. Das ist auch noch alles noch gleich geblieben hier. Da hast du den Ball, passt zum nächsten rüber und so. Und jetzt kommt die Neuheit. Ich denke, das sticht schon sehr krass heraus. Anstelle den schwarzen Rahmen um die Zahl gibt es jetzt den weißen Rahmen. Und das sieht man natürlich um einiges besser auf dem Spielfeld. Siehst du da oben, also unten Shy Guy, da weißt du eigentlich besser durch diese verbesserte Visualisierung, wo du dich genau befindest oder dein Partner dann auch. Siehst du, also das ist viel besser ersichtlicher als davor. Falls dir das Ganze übrigens gefällt, was ich dir hier zeige, dann lass es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Des Weiteren, hey, was ist hier passiert? Waluigi! Ja genau, es gab doch mal einen Bug. Siehst du es oben am Titel? Zwei Glitches und so, oder Bugs hier, mit dem Torschießen und mit diesem Ball da, der durch die Luft flog. Nintendo hat das Ganze gepatcht. Nintendo hat am Schluss von ihren Patch-News noch ein bisschen was mitgeteilt, dass mehrere Anpassungen an der Spielbalance vorgenommen wurden und mehrere andere Probleme behoben wurden, um das Spielerlebnis zu verbessern. Ich weiß nicht, ob hier der Online-Modus betroffen ist, aber ich muss sagen, ich habe lokal mal, wie schon gesagt, auch gegen den CPU gespielt und es kam mir irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen flüssiger leicht vor oder das Passen oder das perfekte Passen oder direkt das Schießen habe ich ein bisschen anders empfunden als sonst, also leichter im Grunde genommen. Ich weiß nicht, was alles Nintendo noch im Hintergrund justiert hat oder angepasst hat, aber ja, das wollen sie uns halt nicht genauestens mitteilen. Wie es so ein bisschen so Richtung Online läuft, so mit der Flüssigkeit, ob sich da was getan hat, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber mal schauen, ob sich da was getan hat. Aber die Änderung mit dem Ball und so und die anderen Sachen noch, die fand ich natürlich gut. Ich bin auch gespannt, wie das ein bisschen so weiter in Zukunft geht. Ne? Gut, das war es auch von meiner Seite gewesen. Vielen Dank und tschüss.